Jo, und willkommen zurück. Wir sind im Le Marquis de Bourg Tabaco oder so. Ich hoffe, ich habe das zumindest halbwegs richtig ausgesprochen. Und ich höre schon wieder irgendeine Selbstschussanlage, die wieder losgeht. Nix, du gehst jetzt mir. Dieses Auto-Hacken ist super. Finde ich richtig cool. Hätte mir lieber das Trinker-Perk holen sollen. Nee, seriously. Ich hätte mir das Trinker-Perk holen sollen. Hier liegen ganz viele Zigarren, die ich nicht rauchen kann. Dabei kann man normalerweise... Wie viele Zigarren liegen denn hier? Haben wir nicht im Intro noch gesehen, dass er Zigarren raucht? What the fuck? Weil rauchen kann man ja hier anscheinend. What the fuck? Das ist schon wieder ein Yuin. Wenn da drüben war doch schon einer, Jungs. More items downstairs. Ja, dann mal los. Aber ich traue euch nicht so ganz. Dip, 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 dip. Ist der Yuin-Vent? Hast du irgendwas Cooles? Nur den ganzen selben Scheiß, den wir schon hatten. Dip, dip, dip. Oh, yeah, hier ist ein Power to the People. Den Rückstoß. Nee, ich will die Schadenssteigerung haben. Einfach für die Fallenbolzen. Danke. Ich höre schon wieder, wie sie ankommen. Dann muss ich einfach mal jetzt zuerst schießen. Nur mal so eine dezente Frage, ohne jetzt irgendjemandem auf die Nerven gehen zu wollen, aber... Wie viele Gegner sind da oben? Hallo? War es das? Hallo? Hallo? Okay, ich vermute einfach mal, dass das war. Und das ist auch wieder dieser Zigarettenladen hier, beziehungsweise Zigarrenladen eher. Ist auch wieder so ein komplett optionales Gebiet, wo es aber auch wieder was Cooles zu holen gibt. Ich weiß, wir haben auch ein Audiotagebuch, was ihr ja richtig gerne dringend hören wollt. Aber ich... Wow. Wow, 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 wow. Ach, so ein Blindgänger. Cool. Stimmt, das hatten wir als Perk gekriegt. So, und Sophias High-Fashion-Dingen will ich gar nicht erst. The fuck? Wieso explodiert hier eigentlich alles? Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wieso habe ich Napalm noch nicht gehabt? Ach genau, ja, das Audiobuch. Ich dusselle. Irgendeine angeheuerte Miesle wollte mir diese noblen Oxford-Club-Glimmstängel verkaufen. Ich sagte nein, danke. Ich bin und bleibe immer ein Nikotin-Raucher. Weshalb? Die schmecken gut und kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen und Fischeiern hergestellt sind? Der wollte sich, glaube ich, gerade heilen laufen. Okay. Gut, ich glaube, wir kommen gar nicht drum rum, weil ich meine, die letzten beiden waren im Poseidon Plaza. Nee, oder? Boah, glaub mir, Junge, ich würde dich so gerne mitnehmen, wenn ich wüsste, wo ein zweiter wäre, glaub mir. Aber danke, dass ich Fotos mit dir machen kann. Ranch Jockey bringt mir mal so gar nichts, danke. Ist halt nur interessant für Leute, die, wie gesagt... Es gibt ja wirklich Leute, die sagen, okay, ich spiele jetzt Bioshock... Nur mit dem Schraubenschlüssel durch. Da gibt es ja auch eine richtige Challenge. Fände ich sehr interessant, das mal zu machen. Still. Ja, greif bitte den Big Daddy an. Ich bin kein schlimmer Finger. Ja, kloppt euch doch. Wie er gerade gegen ihn geknallt ist, obwohl er noch gar nicht erschienen ist. Dude, der Typ ist hinter dir, ne? Das weißt du schon. Oh, er ist tot. Wunderschön, wie er gerade in seiner Rap-Pose ist. Jo, Gegner kommen mir nur bis zur Brust. Und dich nehme ich mir jetzt auch zur Brust. Yeah. Boah, ich bin so kacke im Rappen, ohne Scheiß. Der holt sich jetzt eine Little Sister, das weiß ich. Ich sehe es in seinen 12 Augen. Ja, komm, gönn dir. Der hat übrigens keinen Bohrer diesmal, zumindest nicht diesen klassischen Bohrer, sondern eher so eine Art Speerspitze. Komm doch mal da raus! Komm mal raus jetzt! Digga, sieht kacke aus für dich, würde ich sagen. Boah, jetzt kann ich doch wieder 50 Milliarden Fotos von dir machen. Finde ich cool.
Ich fühle mich gerade so, als würde ich was total Falsches machen, als ich hier nachfotografiert habe. Ich entschuldige mich dafür. Aber ich möchte das jetzt auf jeden Fall mal vollkriegen hier. Komm, das sind so Top-Bilder, ey. Yeah. So, Freunde. Freunde, ich muss ihn jetzt töten. Ich könnte jetzt versuchen, rumzulaufen, um mir einen anderen Big Daddy zu holen. Aber tue ich nicht. Wisst ihr warum? Weil ich keinen finden würde. Weil ich keinen Plan habe, wo ja noch einer rumläuft. Versuchen wir doch mal die alte Strategie. Wir haben jetzt gespeichert. Ich will nur wissen, ob du nach rechts oder nach links läufst. Oh, ihr lauft nach rechts. Ihr lauft nach rechts. Das heißt, ihr müsst ohnehin hier lang. Wie viele Fallenbolzen haben wir? 21. Und da ist so eine scheiß Wand. Wenn ich die einreiße, bin ich gearscht. Aber ich bin nicht schnell genug, um das hier aufzuziehen. Das heißt, ich muss wissen, ob ihr jetzt hier rausgeht oder hier lang. Weil wenn ihr hier durchlauft, habe ich einen großen Bonus. Kommt hier lang, kommt. Ah, shit, okay, ihr geht hier lang. Ja, ist ja gut, Digga. Ja, du bist cool, ich weiß. Wo geht ihr lang, wo geht ihr lang? Geht ihr doch jetzt rechts? Komm, geht doch rechts. Können wir dann mal hier weitermachen? Also geht ihr doch hier lang, alles klar. Ich hab Angst, dass die Little Sister hier durchläuft. Oh gut, kann man nichts machen. Warum? Ich meine, ich liebe es, Fallenbolzen zu verbraten. Macht am meisten Spaß, aber... Medan, sag mir mal wenigstens, wo du lang gehst. Hier könnte ich auch noch mitleben. Ich verbrate schon viel zu viele Fallenbolzen hier. Ich meine, ich kann zur Not laden, so ist es nicht, aber... macht mal hin jetzt. Die Örtlichkeiten hier sind nicht so geil für Fallenbolzengänger. Gehst du hier lang oder gehst du... Okay, du gehst hier lang. Die Frage ist jetzt, wo genau? Weil hier ist überall Scheiße, habt ihr gerade gesehen. Perfekt wäre so ein langer Gang. Wie, du willst schon pennen gehen? Der arme Mr. Bubbles hier, ey. Macht sich voll die Mühe, rennt dahin, holt sie raus und im Endeffekt will die... Hat kein Adam eingesammelt, aber will pennen gehen. Oh, geh bitte hier durch. Oh, komm, geh bitte hier durch. Ich würde dich so sehr lieben, wenn du hier durchgehen würdest. Eine tote Person. Wisst ihr, ich würde ja sagen, ich baller die hier drauf. Aber dann ist die Tür zu. Und dann habe ich das Problem, dass ich ihn nicht mehr hier langgezogen kriege. Es ist ohne Scheiß, tut mir voll leid jetzt gerade, aber... Ja, nachdem ich jetzt ungefähr 5 Minuten hier rumgelaufen bin und einfach mal keinen Platz gefunden habe, kam, habt ihr gesehen, Gegner, haut mich, ich mache statische Dingsbums und danach war der Big Daddy volle Möhre sauer auf mich. Lief also echt scheiße. Ich hoffe, ich habe es rausgecuttet. Müsste ich aber eigentlich mittlerweile, achte ich auf sowas. Zumindest ein kleines bisschen. So, wir versuchen es jetzt noch einmal. Wenn es nicht klappt, haben wir halt Pech gehabt. So, wo geht der jetzt lang? Versuch's jetzt noch einmal. Wenn das jetzt nicht klappt, ich hab Pech gehabt. Ich muss jetzt leider schießen. Ich wünschte, ich hätte eine Renntaste, Freunde. Aber ich habe eine kleine Idee. Aua! Boah, ich bin so ein Arschloch, Alter. Gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Uno.
denn das? Dreise. Bitte komm nicht von der anderen Seite. Ich flehe dich an, bitte komm nicht von der anderen Seite. Ansonsten bin ich so gefickt. Weil ich bin schon in der Hocke. Oh ja. Oh ja, komm her. Komm her. Komm her, Fitti. Boah, der erwischt er mich noch. Gut, dass ich statische Entladung gekauft habe, Freunde. So, dann machen wir jetzt noch dreimal. Dann haben wir den Käse gegessen. Obwohl... Ach, komm her. Komm her, Schätzekin. Ja, komm her. Komm her, ich weiß, dass du hinter der Ecke bist. Hab ich's doch gewusst. Bist doch gewusst! Komm. Wow! Wow! Oh, knappe Kiste, knappe Kiste! Holy fucking shit, komm her! Komm her! Doch. Boah, leck mich in de Tasche. Danke. Danke. Hau ab. So, ihr seht, da mit den Fallenbolzen lief doch gar nicht so kacke. Das mit dem Rumlaufen ist eine Strategie, die ich mir jetzt gerade spontan einfallen lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in so Räumen, wo man das so machen kann, ist es eigentlich gar keine schlechte Idee. Weil ich hatte jetzt einfach keine Zeit, da 12 Fallenbolzen aufzustellen. Aber wir haben gesehen, ist auf jeden Fall schon ein kleines bisschen effektiver. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubble. So, damit haben wir 2 von 3 Big Daddy schon erledigt. Das ist der Wahnsinn. Und mir geht's gar nicht so schlecht. Also ich dachte, ich hätte mehr Probleme, so nach 2 Big Daddies. Aber das lief doch alles halbwegs okay. Wieso bist du eigentlich so ein teurer Motherfucker? Und ich will nicht schon wieder... Oh, ach, scheiß drauf, komm her. Brandbolzen brauche ich nicht, die Personenkugeln habe ich noch mehr als genug. Warum auch immer ich vorhin keine mehr aufnehmen konnte, obwohl ich 128 habe und dann noch Antipersonenkugeln legen. What the fuck? Egal, nehmen wir noch einen Verbandskasten mit und düsen mal... Wo wollen wir eigentlich jetzt hin? Poseidon Plaza, ne? Ne? Na, kann sein. Boah, das ist ohne Scheiß ein riesiger Ort. Kein Wunder, dass da 2 von den Typen rumlaufen. Ich muss hier so aufpassen, dass ich nichts kaputt schieße hier. Ah. Ich habe euch ja schon vermisst, ne? Also eigentlich nicht, aber... Sterben dürft ihr trotzdem. Wo? Ah, hier. Ihr merkt, statische Entladung hat auf jeden Fall so seine Vorteile. Und Treffen auch. Ist doch noch einer bestimmt irgendwo. Renn nicht so! Ich weiß, ich nerv damit jetzt gerade voll mega, dass ich dauernd nur die Typewriter benutze hier. Aber ich muss die Munition einfach loswerden. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Oh, ernsthaft? Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Wisst ihr warum? Wegen diesem Elektroschocker hier. Der kann sogar Glas wegmachen. Ich meine, ist ja der pure Schwammsinn, aber... Das ist irgendwie what the fuck? Ich vermute, hier kommt jetzt noch ein Gegner, oder nicht? Oh, Big Daddy. Big Daddy, ich habe ihn gehört. Was liegt denn da hinten? Gib doch mal her. Limit erreicht. Boah. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt nicht schon gerade einen Big Daddy weit hinter mir, ne? Oh, mache ich den jetzt? Soll ich ihn jetzt machen? Dann habt ihr 2 Big Daddy Fights in einem Bad. Ich meine, ihr habt keinerlei Fleet, keine der beiden gesehen, aber komm. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Bonus-Damage rausholen können. Yes. Bonus-Damage. Wir fotografieren jetzt einfach mal, danach gucken wir mal, was wir hier machen können. Okay. Ich bin nicht so wahnsinnig gut, kann ich dich hacken? Oh yeah.
Also, der Plan sieht jetzt wie folgt aus. Ich schnapp mir die Dingen jetzt hier und baue mit den restlichen 11 Fallenbolzen mir eine Strecke. Das geht auf der Ebene hier. Ich muss mich ganz kurz beeilen. Wir müssen jetzt hier runtergehen. Das geht auf der Ebene hier eigentlich relativ gut, da die relativ weit und tunnelmäßig ist. Und ich muss den Big Daddy ja nur von irgendwo anschießen können. Und dann versuchen wir ihn einfach auf guter alter Manier zu töten. In der puren Hoffnung, dass das genauso klappt, wie ich das jetzt gerade mir innerhalb von 2 Sekunden erdacht habe. Dich brauchen wir noch und dann sind wir eigentlich schon fertig. Und... das kann ich euch in dem Part jetzt hier noch ganz gemütlich geben. Gucken wir mal, ob wir ihn überhaupt down kriegen. Weil es ist immer so eine Sache mit dem Fallenbauen. Es ist sehr hilfreich, aber es kann auch sehr riskant sein. Aber ihr seht, es ist sehr nützlich auf jeden Fall. So, ihr kommt hier runter. Ich glaube... das Problem ist, ich höre schon wieder Gegner hier rumlaufen. Das mag ich ja gar nicht. Vier. Fünf. Sechs. Soll ich das nachladen? Du bist so ein dummer Bot, weißt du das? Oh, und ich bin auch so ein dummer Bot! Oh. Ist der denn jetzt hier? Wo zum Teufel ist er noch hier oben drauf? Alles klar, das heißt, ich muss nur gucken, dass ich jetzt Tricky einmal um die Ecke schieße, gleich wenn er rauskommt. Geh doch mal so, dass ich... Wehe, die gehen jetzt links lang. Wehe, ihr geht jetzt links lang. Wo geht ihr denn überhaupt lang? Komm her. Komm her. Oh Junge, komm doch jetzt einfach mal her, Mann. Du bist ein Penner. Was zum Teufel macht ihr da? Aua? Was bist du für ein Wichser? So, die Frage ist, wie kommt er jetzt zu mir? Ich meine, der muss ja dezent jetzt einfach runterlaufen. Geht er jetzt rechts oder links lang? Er geht rechts lang! Er geht... aua! Er geht rechts lang. Muss mal ganz kurz hier durch, du. Wupp, wupp, wupp. Oh, spring, spring, spring und lauf, lauf, lauf. Yes, komm her. Das hat dich schon mal gut abgezogen, du. Lauf, 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 lauf. Ich kann es nicht riskieren, dass er mich jetzt fickt. Wo ist er denn überhaupt? Hallo? Wo bist du? Da bist du! Da bist du! 2 3 4 Nachladen, nachladen, nachladen. 5 Aua! 6 Komm her. 7 8 9 Aua! Ne, so kann er nicht weitergehen hier. Lad nach, lad nach, lad nach. Oh, thank the Lord. Oh, komm her. Bow. Thank you, thank you. Danke, danke, dass du mir geholfen hast. Ist Jon schon Schrott bei dir? Nee, dann hau ab. $87. Mädel, ich bin jetzt gerade hier nicht... ne? Weiß mal ein bisschen was zu heilen hier, dankeschön. Wow! Holy fuck! Oh, stirbst du mal? Oh, ein Splicer-Organ. Sehr, sehr geil. Oh, hacken wir dich mal ganz kurz. Mir jetzt auch Schnurze. Erstmal ganz schnell sicherstellen, dass wir jetzt hier keine Kacke gebaut haben, aber das sieht gut aus. Du kommst hier hin, du kommst hier hin. Ich habe jetzt gerade... ich brauche noch einen, der hochgeht. Ich brauche noch einen, der hochgeht, Freunde. Ja, das ist doch dezent Kacke. Oh, ich hatte die ganze Zeit einen links. Ich bin so ein Vollidiot. Und zack. Okay. Fallenbolzen, Fallenbolzen. Jo.
Was jetzt dezent cool wäre, wäre so ein kleiner Verbandskasten. Sieht gerade dezent mau aus. Aber von der Kohle, die wir haben, möchte ich nochmal ganz schnell zurücklaufen und mir zwei davon holen. Und wir haben alle Little Sisters in diesem Bereich gerettet. Bisher haben wir alle. Ja, Wahnsinn. Kommen aber noch so, ich glaube, 10, 9, 8, irgendwie so. War auf jeden Fall bisher nicht die härteste Stelle des Spiels, aber auch auf jeden Fall keine leichte. So kann man das ruhig mal mitnehmen. Wie viele ionische Kugeln habe ich dadurch? 9. Das wäre vollkommen okay. Ich finde bestimmt auch noch welche. Und da wir ja quasi jetzt hier alle Big Daddies uns schon geschnappt haben, ist da doch eigentlich kein Problem. So, was wir im nächsten Part machen, Freunde, ist, wir sind einfach mal hier und wir gucken uns einfach mal, wieso bin ich zurückgelaufen? Da ist ein Scheißautomat! Und da ist auch noch einer. Auf jeden Fall, wir gucken uns einfach mal so ein bisschen um. Oh, ja, ja. Wenn das schon mal Fenster schon mal auf ist, dann bediene ich mich natürlich gerne. Ja, danke. Ja, ich auch, danke. So, bevor ich jetzt angegriffen werde, dann bis zum nächsten Part. Da gucken wir uns hier mal so ein bisschen im Poseidon-Blase um. Ist ziemlich cool hier, weil da hinten ist auch noch eine ganze Area. Und da wir alle Big Daddies schon geholt haben, können wir uns jetzt wunderbar hier ein bisschen umgucken. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.